dabei, Stefan. Jetzt schon los. Ja, ich gehe. Ja, komplett nass. Ich wurde das sammelt Wasser mal. Was denkt ihr, lassen wir unser Zelt hier morgen erstmal? Machen wir gleich ein. Ja. Stehen wir morgen frühzeitig auf, ja? Mann und Feuer. Jungs, wir schlafen jetzt. Ja. Machst du die Feuer aus vor Schlafen, ja? Gute Nacht, mein Liebling. Fix und fertig. Ja. Er hat gesagt 2,5 Stunden, wir sind gerade mal eine Dreiviertelstunde unterwegs. Kommt doch an, wie viel Gepäck der da hat. Oh, guck mal, wenn dieser Felsen runterfährt, Alter. Boom. Ja, Turbine hier oder was? Ja. Echt? Wenn man in steileren Gebieten ist, man ist irgendwie schneller unterwegs. Also, ich habe mir gedacht, dass wir wissen, welche Berge ist das?
Und nächstes Mal, wie kann man halt den Berg, weil dann halt genug verlieren wir Zeit irgendwo, weißt du? Ich denke, hier ist gut, Platz, Natur, Wasser. Video oder Foto? Video mach ich. Video. Oh ja, 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 ja. Oh, meiner Finger. schieß zurück, Alter. Das, der kriegt gleich so ein Ding. Alter, ich will jetzt ein Knäckebrot mit Schokomann. Hm? Knäckebrot. Noch kein Foto. Lass mein Gesicht irgendwo. Die schöne Beule. Gleich am ersten Tag passiert. Und hier am Kopf, ja, wenn man das sieht. Hier, oh, warte. Nicht schlimm. Hier. Also eigentlich kann ich gerade so noch laufen. So, Stefan, das ist für dich, weil du isst kein Nussemann. Gibst du auch bitte für dich. In deine Tasche, muss man nicht tragen. Wirklich? Okay. Stefan. Lass mal ich mache das Frühstück für die kleine Herzchen hier. Ja. Wo ist deine Salami, das ich schneide? Ich habe eine Hand und vier Finger. Das ist behindert. Ist das dein Messer? Ja. Ja, aber nach dem Kopfschmerztablette. Ich nehme Kopfschmerztablette damit. Hat jemand Feuer? Ja. Hier. Alter, ja. Ja, okay. Das ist mal her, Alter. Das sieht doch nicht aus. Das, was von der Südküste. Also schau mal hier, der Grün. Da denke ich, Leute hat was gefunden. Wo gehen wir lang jetzt? Hier rüber? Da ist die Tür. Ja, da. Wir gehen nach hoch. Da oben. So. Wo Wasser läuft, ein bisschen höher noch. Wenn man so schon nicht sieht, dann hält es nicht mehr drin. Ich mache alle großen Steine zuerst weg, Stefan. Und dann bleibt nur die kleine Sand, weißt du? Und dann schiebe ich die Sand zum Jungs zum Filter. Da ist es doch mal. Wir brauchen mal hier rüber, ja? Such du, irgendwann findest du. Boah, Spitzkristall. Hier, Romano. Das ist die Spitz. Pack du in die Tasche runter. Guck mal, hier ist einer. Ja, Mann, das ist einer. Ich meine, er macht das letzte Mal hier, weil damit das hier lernt, damit mehr Wasser läuft. Tada! So klar ist es. Ich bin nicht mehr weg. Yo! Ein paar Gramm liegt in der Kiste. Das ist mal reines Wasser. Aber wir wollen noch ein so besonderes Stück zu mitnehmen. Das ist Erinnerung für unsere Gruppe.
Schau mal, also dieser grüne Stein, was du meinst, ist das hier. Nicht das. Schön hier. So? Ja? Kann ich die wieder nehmen? Natürlich. Dann kann das sein, darf ich den hier haben? Ja, klar, Mann. Ja. Ich finde den schön. Von mir aus. Kannst du auch von meiner auch haben? Nein. Du auch. Das ist mir scheißegal, Mann. Ich nehme von jeder Sorte so ein Glas klar. Nein, das ist scheißegal. Was du willst. Ist mir scheißegal. Stefan, was bist du denn? Du hast noch gar nicht gesucht. Schickes Ding, was Romano gefunden hat. Guck mal. Schön, klein, aber schön, okay. Stufen, wie du gesagt hast. Irgendwas gelabert auf einmal. Dann habe ich gemerkt, der labert ja gar nicht wach, sondern im Schlaf. Also ich laber, sondern nicht schnarchen. Oder wie? Doch, du hast geschnarcht, aber als ich dich da angetupst habe, hast du irgendwas gesagt. Ach so? Ja, nur irgendwas. Ach so? Und dann war es auch schon wieder. Ich habe nicht mal gemerkt, dass du mich ein bisschen gestupft hast. Jungi? Jo. Hast du mal eine Debatte? Jo, ich geb dir.